Hast du gesehen, was die Leute bei uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Ach, das Barak-System. Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Kurz keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Gut. Oh, Levelaufstieg. 6 Punkte. Mach ich nachher. 5. Oh, geht nicht. Okay, dann nicht. Dann versuche ich jetzt nochmal auf die Normandie zu gehen. Mal sehen, was diesmal passiert. Nichts? Ach, ich bin noch nicht weg, genau. Noch kurz warten. Vielleicht könnte ich es diesmal schaffen. Wäre echt cool. Noch ist nichts passiert. Ich höre dieses Geräusch. Cerberus? Cerberus. Aber es sieht aus, als wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf der Normandy. Und müssen in die Krankenstation. Aber das mache ich gleich. Ich mache jetzt nämlich eine Pause. Tschüss. Da bin ich wieder. Für mich ist nur eine halbe Stunde vergangen. Ich hatte Hunger. Und jetzt können wir direkt zu... Dr. Chuck was gehen. Die mit dem komischen Namen. Die wollte ja irgendwas. Ach so, genau. Wir haben ja diesen Auftrag gemacht da. Auf der Citadel. Wir haben die Vorräte von Taktus. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Bam. Dann gehe ich da mal hin zu Liara und Glyph. In ihr Büro. Haben wir neue Techniker für den Tegel gefunden, Glyph? Okay, intakte Reaper-Waffe, da bekommt man Waffenschaden. Gesundheit. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schick ihnen Kraftschaden. Narben heilen. Hab ich denn Narben? Ich dachte, die wären nicht mehr da. Nee, ich hab keine Narben. Gesundheitsbonus nehme ich dann mal lieber. Da kann ich nochmal hier lesen. E-Mail von Jacob Tyler an Bryn Cole. Vermisse dich, Bryn, aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe werden hart, wenn wir mit dem Tegel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft. Denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht geändert. Ich liebe dich, Bryn. Pass auf dich auf. Okay, das ist jetzt ziemlich viel.
Das überfliege ich mal kurz. Ja, bla bla bla. Na gut. Das war jetzt nichts Besonderes, nur halt die Frau Cole, also Dr. Cole, Bryn Cole, hat da irgendeine Mail an den Typen geschrieben, dass sie 250.000 Stück von irgendwas braucht, um die Effizienz vom Tiegel zu verbessern. Und Liste der letzten Einkäufe von Said Massani, das ist dieser Typ, den wir vorhin gesehen haben. Brandgranaten, Thermomagazine, Medigel, Treibstoff, Panzerplatten, Feldrationen, Waffenreparaturkit, 45 Jahre alter Scotch Whisky und Gewehrteile. Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht so. Arme Rila. Aber ich bin froh, dass sie diese Bombe gezündet hat, Shepard. Stört es sie nicht, dass das Kloster zerstört wurde? Nein, nicht nach dem, was ich dort gesehen habe. Mir ist egal, ob sie Adat Yakshi waren. Aber in solche Kreaturen verwandelt zu werden, das verdient niemand. Ich hätte sie zu diesem Auftrag mitnehmen sollen. Hab ich doch nicht, oder? Oder habe ich sie mitgenommen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe sie nicht mitgenommen. Wäre aber cool gewesen. Oh, Garrus ist nicht hier. Oh, da bin ich nur blind. Nee, der ist nicht hier. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir noch mit jemandem sprechen auf dem Schiff? Das Crewdeck haben wir ja damit jetzt durch. Ich glaube, nö. Shuttlebucht. Nö. Gehen wir ins KIZ. Erstmal E-Mails lesen. Nachdem sie ihre Flüchtlingsgedenkstätte verlassen haben, habe ich eine alte Freundin getroffen, die Kolonisten bei der Logistik geholfen hat. Sie und ihre Kumpel sind ehemalige Allianzpiloten, verdammt gute sogar, die den Dienst quittiert haben, um sich im Grenzgebiet niederzulassen. Sie sind jetzt obdachlos und als ich ihnen erzählt habe, dass wir Streitkräfte mobilisieren, wollten sie unbedingt dabei sein. Ich habe ihre Kontaktdaten zur Weiterleitung an Hackett angehängt. Hoffentlich können sie helfen. Nochmals danke, dass sie mir geholfen haben, das alles durchzustehen. Es geht mir gut. Vielleicht gehe ich beim nächsten Besuch auf der Citadel mal ins Purgatory. Wollen sie sich für ein paar Drinks anschließen? Nein, will ich nicht. Ehrlich gesagt. So, wir sollten, glaube ich, neue Nebenquests erhalten haben in der Zwischenzeit. Nicht? Dann nicht. Das hatten wir hier alles gescannt. Da sind wir auch schon gewesen. Zum Würgeschlund müssen wir. Und was ist das hier? Da müssen wir, glaube ich, auch hin. Komm, Würgeschlund machen wir noch. Oder wir scannen einfach alles durch, bevor wir jetzt zu den Quarianern gehen. Haben wir das immerhin schon mal? Signal bestätigt. Nice, direkt die Hälfte gefunden. Oder alles, ich weiß nicht genau. Okay, das waren aber nur Credits, also kein Missionsgegenstand. Jedoch, wir haben alles gefunden schon in diesem System. Oder, keine Ahnung, ist das ein System? Dann müsste hier aber noch ziemlich viel sein. Weil wir ja hier irgendwas finden müssen. Ich weiß, wir haben irgendeinen Auftrag hier, irgendwas zu finden. Keine Ahnung für wen. Los, Maus. Genau, ein Proteane-Obelisk. Das wird wohl Obelisk, ja. Obelisk. Das wird wohl gewesen sein. Müsst ihr noch hier irgendwo. Ah, da. Dann versuche ich jetzt mal möglichst nah daran zu starten. Untersuchen und jetzt bitte nicht sterben. Danke. Und zurück. Und damit haben wir das schon durch. Es ging schnell. Am besten nochmal drehen, damit wir von der richtigen Seite kommen und direkt, ja.
Hier waren wir auch noch nicht, können wir mal hin. Das ist aber klein. Ja, geil. Signal bestätigt. 95 Einheiten Treibstoff. ULG-Sprung erfolgt. Nicht gleich übertreiben. Die sind aber alle so klein. Ich habe etwas gefunden. Kann mit einem Scan alles finden. Ist eigentlich ganz cool. Garvuk. Im Jahr 354 C. Was sind das für ein Jahr? Der sieht ziemlich sumpfig aus, so von oben. So ziemlich so ein dunkles Grün. Proteanische Datenlaufwerke. Hoffentlich bringt das was. Und jetzt die... Aber hier müssten jetzt dafür nochmal drei Dings sein. Also drei Sachen, die man da scannen kann. Da. Okay, das ist jetzt ein Kriegsaktivposten. Ja genau, drei Sachen sind hier. Hab ich richtig gerechnet. Scheiße. Ah, habe ich direkt gefunden. Ausweichen. Gut, dann versuche ich erstmal daran. Ne, doch. Ach, geil. Neben zu starten. Ja. Und jetzt Element Zero Converter. Reaper Umgang. Können wir zurück zum Massenportal. Und. Ich glaube jetzt... Ich gucke nochmal gleich in mein Logbuch rein. ULG-Sprung erfolgreich. Ja, ich guck mal... Nein. Hey, ich kann jetzt nicht in mein Logbuch reingucken. Erfolgreich. Na gut, dann fliege ich eben hier hin. Nur um in das blöde Logbuch reinzugucken. Weil ich das dort nicht kann, weil dort anscheinend möchte Reaper... So heißen die, Reaper. Die Reaper angreifen. So. Oh, schon wesentlich weniger geworden. Hades Nexus. Aber die hätten wir echt finden müssen. Diese Vashra. Wieso haben wir die nicht gefunden? Das ist doch behindert. Das haben wir gerade gefunden. Das... Weiß ich nicht, guck mal. Also Hades Nexus muss ich mal gucken. Dann Dekuna, Hades Nexus, Dekuna, Athene Nebel, Cilia Nebel, Vögelschlund haben wir. So, Massenportal, bevor ich es wieder vergesse. Vögelschlund haben wir. Wo ist hier ein Athene Nebel? Nebel. Alter. Ithon Cluster, whatever. Whatever. Ne, wir kennen das noch gar nicht. Gut, dann gehen wir erstmal hier zu den Quarianern. Eine Diplomatenfregatte. Commander Shepard, schön Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf vier Gersysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Gers. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ihre Heimatwelt?
Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Kommis. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Also ich finde, die Quarianer sind in diesem Spiel also eigentlich meine Lieblingsrasse. Ich finde die Geschichte von denen und zwar so geil. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie sie umbringen. Ach. Würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihm? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hol Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell sein. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Okay. Privattreffen, das machen wir doch gleich mal. Tali ist die erste Quarianerin, mit der wir Kontakt hatten. Eigentlich Tali, ziemlich cool. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht wegen Ihnen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen sie sicher da raus, Tali. Ohne sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admirals Tochter weiß, was sie tut. Nicht die Admirals Tochter. Der Admiral.